Heute, was geht ab, Leute? Hier? Heute mit ein paar Fragen, die ihr mir gestellt habt, die ich dann Niantic stellen sollte. Ja, ihr habt es richtig gehört, Niantic. Kurze Hintergrundgeschichte. Ich war auf der Mac Erfurt 2018. Checkt das Video nochmal ab. Link ist unten in der Beschreibung, hoffe ich. Ich war dort, war eine geile Zeit. Niantic war auch dort als offizieller Partner. Die waren dort, hatten einen Stand. Und ich war halt dort und wollte für den Vlog, für das Video, die kurz befragen. Hey, echt nur ganz kurz, hey, wie geht's, was macht ihr hier so, wie lief der Stand, dies, das. Und da war auch die Hauptmarketingleiterin, was weiß ich, von Niantic, die Anne Beutenmüller. Relativ bekannt durch ein Interview, das sie mal geführt hat, bei dem sie irgendwas erwähnt hat, aber das, was sie erwähnt hatte, wurde halt richtig krass aufgeblasen. Ist dann in der Community echt wie ein Feuer entfacht. Ich glaube, sie hat irgendwas über PvP oder so gesagt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das Interview ist recht bekannt. Auf jeden Fall hat sie mir direkt einen Korb gegeben. War sogar, sie war recht verteidigend abwehrend, sag ich mal. Ich weiß nicht, ihr könnt ja unten in die Kommentare eure Meinung schreiben. Ich bin halt hin, ich habe gesagt, hi, ich bin der Hong. Ich mache einen Pokémon Go YouTube Channel. Dürfte ich ihnen ein paar Fragen stellen? Und sie halt dann so richtig abwehrend, hey, nee, das kannst du doch nicht jetzt so hier spontan machen. Hier vor Haus und Tür und Angel oder wie das heißt. Du kannst dich gerne bei mir melden. Ich brauche Zeit, um das vorzubereiten, die Antworten und so. Hat sie mir ihre Karte mal gegeben, habe nie geantwortet, also ihr nie geschrieben, weil ich mir dachte, weil ich halt eigentlich nie so ein großartiges Interview führen wollte, eigentlich auch gar nicht weiß, was ich sie so fragen soll. Also ich habe schon Fragen, die mich persönlich sehr interessieren würden, aber ich weiß, als Firma und so offizielles Interview, das würden sie so nie beantworten und das könnte ich sie so nie fragen. Aber ich habe sie jetzt dann, ich habe ein paar E-Mails geschrieben, letztens, und da habe ich auch eine E-Mail an sie geschrieben. Einfach um das mal zu erledigen. Ich habe übrigens auch den Manager von Parsing jetzt gefragt. Offizielles Statement von ihm. Also ich habe auch ein inoffizielles bekommen. Also das muss ich für mich behalten. Auf jeden Fall, offizielles Statement ist, er darf über die Zusammenarbeit mit Niantic an sich gar nichts sagen. Er sagt nur, bei uns gab es noch keine Probleme, also in Parsing. Er freut sich über die Spieler. Alles gut. Wie gesagt, ein paar mehr Infos habe ich bekommen, aber die darf ich leider nicht mit euch teilen. Auf jeden Fall habe ich ihr dann geschrieben. Sie hat mir dann direkt geantwortet, alles cool. Ich habe mich entschuldigt, falls ich zu aggressiv rübergekommen bin. Sie meinte, alles klar, kein Problem. Hat mich weitergeleitet an irgendeinen, der für YouTube zuständig ist. Ja, und dem habe ich dann geschrieben. Er so, hey Hong, alles cool. Du kannst mir gerne deine Fragen stellen. Wie gesagt, ich habe nie ein Interview geplant. Und meine Fragen sind für ein Interview nicht geeignet. Ich würde halt echt so Sachen fragen, keine Ahnung. Auf die sie wahrscheinlich eh nicht antworten werden. Oder irgendeine generelle, ja, so Muster... Firmenantwort geben, so eine politische, korrekte Antwort. Aber die werden wahrscheinlich nicht ins Detail gehen und solche Infos natürlich nicht preisgeben. Aber dazu habe ich auf Instagram nachgefragt bei euch. Ja, ich habe gefragt, wenn ihr Niantic eine Frage stellen könntet für ein Interview oder so. Wobei, das mit dem Interview können wir lassen, weil eure Fragen sind nicht interviewtauglich. Auf jeden Fall habe ich das auf Instagram gefragt und dann habt ihr eure Fragen mir gestellt, die ich dann theoretisch Niantic bringen würde, aber wie gesagt, das passt alles nicht für ein Interview. Dementsprechend, glaube ich, antworte ich denen einfach gar nicht. Aber hier haben wir ein paar Fragen. Die gehen wir jetzt mal durch. Und ja, ich werde die jetzt beantworten für euch. Warum ist Melmetal so pay to win? Ist er nicht. Es gibt kein pay to win in Pokémon Go. Weil man nichts gewinnen kann in Pokémon Go. Melmetal ist nur pay to have faster. Du kannst zahlen für die Switch, dann hast du ihn schneller. Aber im Grunde genommen kannst du auch irgendjemanden fragen. Ich meine, irgendjemand auf der Welt, den du kennst, wird schon eine Switch und das Spiel haben. Das Spiel ist ja relativ beliebt. Warum wurde Brandon 10 gebannt? Unbekannt. Man meint wegen seinem Verkaufssystem, seinem Angebot da für dich zu raiden, aber bestimmt nicht. Wird es eigentlich eine Möglichkeit geben, Pokémon Go und Wizards Unite gleichzeitig zu spielen? Natürlich nicht. Du kannst diesen Splitscreen machen, aber das sind zwei verschiedene Apps und wieso sollten die sowas unterstützen? Die sind, Niantic ist auf Casuals, Hobbyspiele ausgelegt und nicht auch für irgendwelche Verrückten, die beide Spiele gleichzeitig auf Hardcore-Level branden. Warum gibt es immer noch so viele Spoofer? Weil Niantic nichts dagegen macht oder nicht genug. Und warum werden die Spoofer, ganzen Spoofer nicht gebannt? Eine Frage. Wahrscheinlich, weil Niantic das nicht kann. Wir kennen wahrscheinlich nicht mal alle Spoofer. Ich weiß nicht, ob die Technologie haben, um zu sehen, um auf dein Handy zuzugreifen und sagen zu können, hey, du hast gespooft. Meine Meinung. Ansonsten keine Ahnung. Natürlich bringen auch Spoofer eine Menge Geld. Hat Niantic mal vor, ihre eigene AR-Brille zu entwickeln? Ich habe, glaube ich, mal ein Interview oder irgendein Video gesehen, da meinte Niantic eigentlich,
Sie wollen nicht, dass wir ständig auf unser Handy schauen und eigentlich in die Welt rausschauen. Deswegen haben sie auch das hier angeführt, das Go Plus. Dementsprechend wäre das eigentlich gegen ihr Prinzip. Ob sie die Hardware-Spieler, Spielerin auch mal in einem Event belohnen? Nein, niemals. Das ist auf die breite Masse ausgelegt. Die Hardware-Spieler sind nur das obere, keine Ahnung, 10% der Spieler vielleicht. Das juckt eigentlich niemanden. Ist aber überall so. Ist immer auf die breite Masse ausgelegt. Nicht auf die Top. Wann man Pokestops hinzufügen kann. Es gab eine Menge Fragen mit wann. Ich kann euch jetzt schon sagen, wann ist egal. Es kommt, wenn es kommt. Eher warum, wieso und weshalb. Das sind die und wie. Das sind die wichtigen Fragen. Das gilt auch fürs Leben. Das solltet ihr euch immer im Leben fragen und nicht wann. Zum Thema Levelerweiterung. Ist immer schwierig, weil Level und Pokémon sind miteinander verbunden. Level geht ja bis Level 40, aber Pokémon geht auch bis 40. Wie gesagt, wenn man Level erweitert, theoretisch müsste man Pokémon auch erweitern und dann ist das ganze System mit dem Staub und den Bonbons, das eh momentan richtig schlecht ist. Ob die bei mir die Shinies ausgeschaltet haben? Bestimmt, mein Freund. Kommen Mega-Entwicklungen in der Zukunft? Ja, irgendwann bestimmt. Wann kommt Pfaff-Igel? Irgendwann. Wann Glaceola und Fulipurpa und Felinaga kommen? Irgendwann. Wann Dialga und Palkia rauskommen? Irgendwann. Wo bleibt Shiny Topsy? Gute Frage. Wann kommt PvP? Irgendwann. Ob man 2 Red Pass am Tag bekommen kann? Nein. Wann kommt wieder ein krasses legendäres Pokémon? Schau mal in die Liste. Also mit der Liste meine ich den Pokédex, weil die gehen ja einfach nur den Pokédex durch. Ich meine, ich kann ja nichts dafür, dass die Pokémon, die legendär nicht krass sind. Die bringen halt einfach eins nach dem anderen raus. Wann kommt Teamwechsel? Nie. Warum sie die Wartezeit für Raids nicht verkürzen können? War wahrscheinlich zu viel Arbeit. Wann kann man Eier löschen? Nie. Weil dann könnte man einfach nur noch 10er sammeln. Wieso sollte man sowas jemals können? Kommt PvP? Ja. Frage ist wann. Warum sie Spieler, welche viel Zeit ins Spiel stecken, immer einfach so hintergehen? Wie gesagt, wir sind nicht die Mehrheit, nur die Mehrheit zählt. Entwicklungsanimation kürzen? Bestimmt nicht. Das würde nur den Hardcore-Spielern helfen, die eine Menge Sachen entwickeln wollen. Wenn, dann würden sie die verlängern, damit wir weniger vom Glücksei haben und dann sie mehr Glücksei verkaufen, indem wir mehr Glücksei kaufen müssen. Warum sie die neuen Gens nacheinander rausbringen? Ja, um mehr Content zu haben. Wenn sie jetzt zum Beispiel alles auf einmal rausbringen würden, dann würde sich nach ein, zwei Wochen jeder schon wieder langweilen. Aber so bleiben wir konstant am Ball. Das ist eigentlich ziemlich genial gemacht von denen. Wann? Oh, warum nur ein paar Shinies und nicht alle? Genau dasselbe wie mit den Gens. Ja, alles nacheinander, damit immer noch Content da ist. Ob Farb-Igel noch kommt oder man ihn einfach vergessen hat, der kommt noch. Ob es mal eine weitere Arena-Medaille gibt, geben wird zum Beispiel Platin. Ich habe dazu ein Video gemacht, aber von Niantics Seite wahrscheinlich nein, nie. Gibt Mr. VZXY mehr Shinies? Nee, mehr Hunderte. Was wollen sie in der Zukunft ändern, um den Spielspaß zu erhalten wahrscheinlich oder irgendwie sowas? Wahrscheinlich nichts. Die wollen nur mehr Raids machen, damit die mehr Geld machen und mehr Boxen verkaufen, aber an Spielspaß und sowas und Balance und Spielmechanik, an all das juckt die überhaupt nicht. Die wollen nur Kohle machen mit ihren Raids. Warum behebt ihr bestimmte Bugs nicht, aka ausweichen in Raidkämpfen? Ja, weil die zu unfähig sind. Ob es jemals wieder Doppel-EP-Boni gibt? Unwahrscheinlich, weil das würde zu krass abgehen. Ich mache jetzt am C-Day 3,3 Millionen mit Glücksei. Das wären mit Doppel-EP einfach 6,6 Millionen. Wann bringt Niantic Harry Potter Go raus? Gute Frage, auf jeden Fall 2019, aber wann genau? Wir werden es sehen. Setzt Niantic bald den Fokus auf PvP? Oder Levelerweiterung, wenn dann PvP. Und die meinten, sie arbeiten dran, vielleicht 2019, aber unwahrscheinlich, dass dieses Jahr noch rauskommt. Immer wenn ein neues Update kommt, gibt es Fehler. Wieso nicht etwas später und dafür besser? Das könnte man echt fragen. Könnt ihr statt neue Updates die Bugs beheben? Warum zum Teufel kann man immer noch keine legendären Pokémon in Arenen stellen? Ja, weil es nicht so gewollt ist. Und daran arbeiten sie auch nicht, Mann. Wie viel Geld er mit Pokémon Go verdient hat? Wer ist er, Digga? Wird es irgendwann eine Möglichkeit geben, mehr als 50 Coins pro Tag zu bekommen? Nein. Wann kommt der Meisterball? Irgendwann. Welche Pokémon sind für die kommenden C-Days geplant oder werden kommen? Lasst sich überraschen. Wie sie darauf kam, die WP von Hyterga zu senken? Das ist eine Formel, die hat einfach alles geändert. Unter anderem die WP von Hyterga. Also die haben nicht gesagt, hey, Hyterga, dich mobben wir jetzt und dich senken wir am meisten. Das war einfach eine Formel, die dann alle Pokémon betroffen hat. Warum gibt es im Dorf zu wenige Pokestops? Weil es ein Dorf ist. Da gibt es von allem zu wenig. Warum Niantic gegen Maps ist und sie ständig zum Abschalten bringen? Ja, das hätte ich auch auf jeden Fall gefragt. Ich hätte eine seriöse, sehr ernste Diskussion mit denen geführt bezüglich diesem Thema. Dann kommt das neue Panier jeden Monat. Was sind die nächsten C-Days im Jahr 2019? Lasst dich überraschen. Was habt ihr euch beim Mewtwo-Monat gedacht? Money, money, money.
Cash, Cash, Cash. Luis will mit Niantic ein Selfie machen. Alles klar, Luis. Warum gibt es nur so wenige Community-Events? Und damit meint er nicht die C-Days, sondern Safari-Zonen und so. Ja, weil es Geld kostet. Die sind eigentlich umsonst. Niantic macht damit kein Geld, sondern eigentlich nur Werbung. Und ist natürlich sehr viel Aufwand. Ob es in Deutschland noch mal Events gibt wie Dortmund und Zentrum damals? Na klar, jedes Jahr eine Safari-Zone. Ach, stimmt mit Farbigel nicht? Ja, gute Frage. Warum es IB im Spiel gibt, aber sie sagen, dass es keine gibt, beziehungsweise das nicht unterstützen und wir das durch Drittanbieterseiten ausrechnen müssen? Ja, gute Frage. Wird es eine Überarbeitung des Arena-Systems geben oder das alte zurückkommen? Darüber hätte ich auch sehr lange mit Niantic gequatscht, hätte ich die Chance gehabt. Oder würde ich machen, weil ihr wisst, das aktuelle Arena-System ist einfach Schrott. Warum ist das Maximal-Coin-Limit am Tag nur 50, damit Niantic Geld macht? Und das war's an sich mit den Fragen. Jetzt gesehen meistens nur diese Fragen, wann C-Day, was C-Day, wann legendär, wann irgendwas. Das war's mit den Fragen. Ich habe im Nachhinein gesehen, ich war ein bisschen böse zu Niantic, sag ich mal. Im Grunde genommen feiern wir Niantic natürlich und die liefern uns im Großen und Ganzen ein gutes Spiel, an dem wir Spaß haben, also Niantic, kein Hate. Aber es gibt natürlich viele Sachen, die man ausbauen kann, viele Kritikpunkte. Ja, danke für eure Fragen, aber eigentlich konnte man keine von denen so als Interview verwenden, Interviewfrage für Niantic. Ist auf jeden Fall schwierig und wäre auf jeden Fall geil, mal ein Interview mit denen zu führen, aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, so ein richtig professionelles Interview mit denen zu führen. Vor allem nicht mit meinen Fragen, also ihr könnt euch ja schon vorstellen, was ich so fragen würde. Aber ja, C-Day-Wochenende läuft. Jetzt gleich fangen die Bonis an, 11 Uhr bis 14 Uhr. Geht's raus, nutzt die Bonis, fangt eure Shinies, habt Spaß. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.